Guten Morgen auf meiner Seite. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Joachim Schuster, verheiratet mit Anna. Wir sind schon seit sehr vielen Jahren mit dieser Gemeinde eng verbunden, sind auch von der Gemeinde ausgesandt worden in die Mission, waren 2 Jahre auf der Logos Hope und dann 4 Jahre in Tansania in der Missionsarbeit an einer kleinen einheimischen Bibelschule und sind jetzt schon ungefähr seit 2, 3 Jahren wieder zurück in Deutschland. Ich arbeite jetzt im Missionswerk Forum Wiedenest, dort im Missionsbereich mit als Referent, aber bin einfach dankbar, wenn ich auch immer wieder mal hier sein kann und auch mit euch verbunden bleiben kann. Das ist einfach schön, diese Gelegenheit zu haben. Also ganz liebe Grüße auch von anderen an euch alle und es ist schön, da zu sein. Ich will mit euch mal etwas lernen heute. Der Unterschied zwischen Zweidimensionalität und Dreidimensionalität. Wichtige Frage natürlich für alle Schüler, wahrscheinlich eher in den unteren Stufen. Ich denke, ihr wisst das alle. Zweidimensional bedeutet Länge und Breite. Das ist also so eine Fläche. Ja, das kennt man, wenn man malt, malt mal zweidimensional. Oder diese Zeichentrickfilme sind natürlich auch alle auf 2 Dimensionen. Und man sieht, das ist noch nicht so die richtige Wirklichkeit. Nur ein Teil davon. Dafür brauchen wir noch eine 3. Dimension, die dazukommt. Also neben der Fläche, das Horizontale, dann auch noch das Vertikale. Das sagt man dann Höhe oder Tiefe, dann für die 3. Dimension. 3D-Filme zum Beispiel versuchen, so diese Dreidimensionalität wiederzugeben, obwohl es eigentlich immer noch nur auf 2 Dimensionen gezeichnet ist. Vielleicht kann man das besser noch erkennen bei einem Drucker. Ein normaler Drucker druckt auf Papier, also 2 Dimensionen, aber es gibt mittlerweile ja auch 3D-Drucker, die dann sozusagen den Gegenstand, den man drucken will, nachbilden in allen seinen Bereichen. Veranschauliche das nochmal an einem anderen Beispiel. Für Anatomie muss man vielleicht lernen, wie der Körper aufgebaut ist. Und das wäre jetzt so eine Möglichkeit, Anatomie 2-dimensional zu lernen. Man bekommt so einen groben Eindruck, wie das Skelett ausschaut. So die wichtigsten Knochen sind sichtbar, der Aufbau des Körpers. Aber viele Dinge kann man nicht sehen. Wie sieht denn das hinter den Rippenbögen aus oder im Kopf aus? Das kann man auf 2 Dimensionen nicht sehen. Dafür braucht man etwas anderes. Und um das zu zeigen, habe ich einen Freund mitgebracht. Das ist Otello. Obwohl wir in Corona-Zeiten sind, dürfen wir nah beieinander bleiben. Denn Otello hat also Corona schon lange hinter sich. Der ist komplett immunisiert. Aber an Otello sehen wir sehr schön, was der Vorteil von 3 Dimensionen ist. Man kann hier hineingreifen, man kann dahinter schauen, was da so in den Rippenbögen passiert. Man kann sogar den Kopf öffnen und jetzt geht es ihm richtig schlecht, unserem Freund Otello, und sich anschauen, wie es im Kopf aussieht. Ja, und bist mir nicht böse, ne? Das richten wir wieder, kriegen wir wieder hin. Das ist der Vorteil von 3-Dimensionalität. Die unterschiedlichen Dimensionen können wir im übertragenen Sinne ja auch in unserem Leben als Christ sehen. Auch da gibt es mehrere Dimensionen. Die 1. Dimension bin natürlich ich, weil ich bin hier irgendwo und habe meine verschiedenen Bezugspunkte. Die 2. Dimension, in der ich stehe, ist meine Umwelt, sozusagen die horizontale Dimension. Diese Welt, die Umwelt, meine Nachbarn, meine Familie, alles das, worin ich mich hier bewege. Aber als Christen wissen und glauben wir, dass es ja noch eine 3. Dimension gibt, die dann vertikal nach oben geht, zu unserem Herrn Jesus Christus, zu dem Gott, der diese Welt geschaffen hat, in die unsichtbare Welt, in die geistliche Welt. Also 3 Dimensionen, ich, mein Alltag, die Welt, in der ich lebe und die Dimension hoch zu Gott, die 3. Dimension. Auch hier ist die Gefahr und die Möglichkeit, dass man eine dieser Dimensionen übersieht, also nur 2-dimensional lebt. Ja? Es gibt die super frommen Christen, wo alles, was sie tun, auf das Geistliche ausgerichtet sind, die sich aber komplett rausziehen aus ihren normalen Beziehungen, kein Interesse an der Gesellschaft, an dem haben, was in der Politik geschieht oder so, weil es ist ja nur wichtig, was Gott will, was er von mir will. Dann gibt es aber auch
die andere Seite, ein Christsein, das sich total auf dieser weltlichen Dimension abspielt. Das heißt, ich bin zwar gläubig, glaube an Gott, aber es zeigt sich nirgendwo im Alltag, in meinem Leben. Es gibt Leute, die bezeichnen das als praktischen Atheismus. Ja, ich bin zwar gläubig, aber mein Leben sieht so aus, als ob es Gott gar nicht geben würde. Beide Dinge sind halt nur zweidimensional oder einseitig, könnte man sagen. Wie dreidimensionales Christsein, dreidimensionale Jesus-Nachfolge aussehen kann, das möchte ich an einem Bibeltext verdeutlichen, wo nämlich genau Jesus zeigt, wie dreidimensionaler Glaube aussehen darf. In Matthäus 22. Die Texte sind bekannt. Ich werde nicht alle diese Texte auch vorlesen, aber ihr könnt euch das ja aufschreiben und dann später nachlesen. Zuerst aber möchte ich gerne mit euch eine WhatsApp-Umfrage machen, um so einzuleiten in den ersten Text. Wir sind jetzt ja in der Corona-Zeit. Und das hat auch Auswirkungen auf uns Christen und Auswirkungen auf die Kirchen. Wie gehen wir damit um, dass wir in einer anderen Zeit sind und manche Dinge nicht möglich sind? Ich meine, das ist ja der Grund, warum ich hier in die Kamera zu euch spreche und hier im Raum nur weitere 4 Leute sind, statt dass wir als ganze Gemeinde zusammen sind. In Südkorea ist die erste große Corona-Ausbreitung daher geschehen, dass eine Frau weiterhin in die Kirche gegangen ist, obwohl sie Corona hatte und damit dann ganz viele Leute eingesteckt hat. Und das hat sich dann ganz schnell, ganz weit ausgebreitet bis in die Zehntausende hinein. In den USA wurde ein Pastor verhaftet, weil er sich geweigert hat, nicht mehr in seinem großen Gottesdienstraum Gottesdienste zu feiern. Er hat immer noch Leute eingeladen, die dann eng beieinander gesessen sind, weil er gepredigt hat. Hier wurde gezeigt, uns interessiert nicht, was die Regierung sagt. Wir sind unserem Gott gegenüber verantwortlich, sozusagen. In Deutschland sah es ein bisschen anders aus. Die ganzen Großkirchen und auch wir Evangelikalen waren ganz schnell dabei, gehorsam zu sein und die Gottesdienste abzublasen. Aber auch da könnte jetzt eine Kritik aufkommen. Dadurch, dass wir so schnell bereit sind, uns dem zu beugen, haben wir eigentlich gezeigt, dass ja alles, was nicht systemrelevant ist, soll nicht stattfinden. Das heißt, wir Christen, wir Kirchen sind nicht systemrelevant. Da haben wir zugestimmt. Könnte man kritisieren. Vielleicht hätte man doch ein bisschen lauter sein sollen. Was ich damit aber jetzt sagen will, ist, es ist gar nicht so einfach, das zu entscheiden. Und jetzt in dieser WhatsApp-Abfrage würde ich gerne von euch hören, wo würdet ihr jetzt den Schwerpunkt setzen? Wir sollten als Kirche uns dem Staat unterordnen oder wir sollten durchaus zeigen, dass wir wichtig sind. Deswegen tippt jetzt einfach mal auf WhatsApp ein oder bei Facebook bei YouTube in der Funktion. Tippt einfach ein Staat unterordnen oder Kirche. Wir sollten dagegen aufstehen, was ihr wichtiger findet. Also es geht hier jetzt nicht um die perfekte Antwort, es gibt immer unterschiedliche Seiten, sondern mehr euer Bauchgefühl. Was würdet ihr jetzt sagen, was ist die Tendenz, was wichtiger ist? Also jetzt direkt eintippen, Staat oder Kirche. Und dann haben wir einen Eindruck, was hier bei uns so der Eindruck ist. Dem Staat unterordnen. Wir wollen ja hier die Daten schützen, deswegen sage ich nicht, wer es ist. Aber ihr könnt es alle auf WhatsApp sehen. ein anderer sagt Kirche. Ja, sowohl als auch. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich, auch wenn es wahrscheinlich stimmt. Staat. Staat unterordnen. Okay. Sehen wir denn auf YouTube? Aha, da steht dem Staat unterordnen, genau, Staat. Okay. Gut, ich denke, das reicht fürs Erste. Die Tendenz ist, wir sollten als Gemeinde uns dem Staat da unterordnen. Und das ist sicherlich richtig. Und gut, jetzt in dieser Situation. Aber es kann natürlich auch in anderen Fällen sein, dass es nicht mehr möglich ist für uns. Zum Beispiel, wenn uns verboten würde, zu predigen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Und dass der Islam, der Buddhismus
oder sonstige Religionen nicht auch legitime Wege zu Gott sind. Das kann durchaus sein, im Zuge dieses Toleranzgedankens, dass das irgendwann mal kommen wird. Sind wir dann auch bereit, uns zu unterordnen? Also wir sehen, es ist gar nicht so einfach, das alles zu entscheiden, denn wir leben nicht in einer zweidimensionalen Welt. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt und dann ist das dann alles ein bisschen komplizierter. Schauen wir uns doch mal an, was Jesus dazu sagt. Matthäus 22, Verse 15 bis 21, da stellt sich die Frage, Gott oder der Kaiser? Daraufhin kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus zu einer Äußerung verleiten könnten, die sich gegen ihn verwenden ließe. Sie schickten ihre Schüler in Begleitung der Anhänger des Herodes zu ihm und ließen ihm folgende Frage vorlegen. Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten und fragst nicht, was die Leute dazu sagen. Denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. So sag uns nun, ist es deiner Meinung nach richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Heute könnte man sagen, ist es deiner Meinung nach richtig, sich dem Verbot, sich zu treffen, zu unterzuordnen oder nicht? Jesus durchschaute ihre böse Absicht. Ihr Heuchler, sagte er, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuer bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf, sagte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Was der Hintergrund hier ist, hatte uns ja Christian schon erklärt. Die religiöse Führung möchte Jesus irgendwie überführen, irgendwie etwas finden gegen ihn, damit er ausgeschaltet werden kann, damit man ihn anklagen kann. Und ein passendes Thema jetzt war hier dieses Streitthema, wer hat einen Autoritätsanspruch über das Volk Gottes? Israel. Ist ja nicht irgendein Volk, sondern Gottes Volk. Der Kaiser oder allein Gott im Himmel? Und da wird eben Jesus die Frage gestellt, hier ist diesem Beispiel, Steuern zahlen oder nicht? Ein sehr gutes Beispiel, denn das ist ja auch ein sehr emotionales Beispiel. Immer wenn es ans Geld geht, wird es emotional. Für Jesus ist das hier also eine scheinbare Zwickmühle. Sagt er, keine Steuern zahlen, sondern nur Gottes Autorität anerkennen, dann könnte man ihn beim Kaiser, also jetzt erst einmal beim Statthalter des Kaisers, bei Pilatus, anzeigen, wegen Aufruf zum Aufruhr. Sagt er aber, zahlt die Steuern, ja, dann verrät er Gottes Herrschaftsanspruch auch über die Römer. Und auch diesen Anspruch über diesen besonderen Gottesvolk und macht sich damit irgendwie auch zum Handlanger der Besatzungsmacht, dieser Unrechtsherrschaft der Römer. Egal was er macht, er kann es nur falsch sagen, solange man zweidimensional denkt. Aber Jesus beantwortet die Frage überhaupt nicht, weil die Frage falsch ist, sondern er deutet auf eine dreidimensionale Nachfolge, auf dreidimensionale Gottesbeziehung hin. Er lässt sie eine Münze bringen und fragt, was seht ihr da drauf? Bild und den Namen des Kaisers. Und so sagt er, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Ihr seid auch als Volk Gottes eingebunden auf dieser horizontalen Ebene in diese Dimension der Welt und habt dort Verantwortung. Aber er sagt dann auch, aber er gebt Gott, was Gott gebührt. Da ist doch eine andere Dimension, wo wir auch verantwortlich sind, nämlich unserem Gott gegenüber. Paulus sagt exakt dasselbe. In Römer 13, Vers 1 schreibt er, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lernt, unterordnen. Da haben wir auch wieder diese Ebene in dieser Welt. Ordnet euch unter, das ist eure Verantwortung, auch als Christen. Aber dann erklärt er das, warum. Er ergänzt, denn jede staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und damit zeigt er, es gibt auch eine weitere Dimension. Und diese beiden Dimensionen, die gehören zusammen, die kann man nicht voneinander trennen. Was heißt das für uns? Die Welt ist eben nicht zweidimensional. Die Welt ist dreidimensional, in der wir sind. Und deswegen gibt es auch nicht immer so leichte Antworten. Haben wir jetzt in dieser WhatsApp-Frage gesehen. Wir hatten zwar eine Tendenz, aber andere haben auch mit Ausrufungszeichen gesagt, die Kirche sollte ihren eigenen Anspruch auch sehen.
Dies ist nicht so einfach immer zu beantworten. Und wir müssen gut nachdenken und gut überlegen, wie können wir unserer Umwelt, den Anforderungen, in denen wir hier sind, gerecht werden und gleichzeitig auch unserer Verantwortung, unserem großen, allmächtigen Schöpfergott gegenüber. In dieser Corona-Zeit können wir eben nicht einfach so sagen, die Regierung hat uns nichts zu sagen, wir sind Christen, wir sind nur Gott gegenüber verantwortlich, wir treffen uns weiterhin in den Gemeinden. Haben wir hier auch nicht gemacht, das ist gut so. Da stehe ich voll dahinter. Aber wir müssen uns auch überlegen, wo endet das? Wo müssen wir auch mal Nein sagen, auch wenn unsere Umwelt, ob es nun unsere Freunde, unsere Familie oder ob es der Staat ist, etwas anderes sagt. Wo sind die Grenzen? Wir als Christen haben einen prophetischen Auftrag, das heißt Gottes Werte, Gottes Willen auch in diese Welt hineinzutragen. Und das kann einfach mal sein, dass man in einer Runde von Leuten, wo über ja, die Gefahr der Asylanten, was sie uns alles wegnehmen, sprechen, dass man da mal sagt, Gott liebt den Ausländer. Das steht in der Bibel ganz klar. Und wir wollen auch unsere Mitmenschen lieben. Jetzt nur als ein Beispiel. Euch fallen vielleicht noch ganz andere ein, wo das nötig wird. Oder eben, wenn wir sagen müssen, Jesus ist der Weg zu Gott und es gibt keinen anderen. Egal, was unsere Umwelt denkt, egal, wie gut und schön das ankommt oder eben vielleicht nicht gut ankommt. Kaiser oder Gott? Oder müssen wir sagen, wir haben Verantwortung dem Kaiser gegenüber und Gott gegenüber. Ähnlich geht es weiter. Das zweite Thema, worauf sind wir ausgerichtet? Auf das Diesseits oder auf das Jenseits? Ich lese mal den ersten Vers der nächsten Begebenheit vor, Kapitel 22 in Matthäus, Vers 23. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupteten, es gäbe keine Auferstehung, kamen an jedem Tag einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Also jetzt sehen wir hier die Sadduzäer, die kommen. Das ist eine andere theologische Gruppierung innerhalb der Leitung des jüdischen Volkes in Israel. Wenn die Pharisäer zweidimensional dachten, indem sie eher so die Welt ablehnten und sagten, es ist nur wichtig, unsere Beziehung zu Gott. Also ihnen war ganz wichtig, alle Gesetze zu halten, Gott wirklich gehorsam zu sein. Sie waren also eher jenseitsorientiert, wenn man das jetzt mal so einteilen möchte. Dann waren die Sadduzäer eher fest im Diesseits eingebunden, also auf der Ebene dieser Welt. Sie waren mehr an politischer Macht interessiert, als jetzt an der geistlichen Bedeutung oder des geistlichen Lebens Gott gegenüber. Also mehr an der politischen Macht und haben auch durchaus mit der römischen Regierung sich arrangiert, um eben ihre politische Macht zu bekommen. Und ein großer Streitpunkt oder einer der großen Streitpunkte zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern war nun die Frage nach der Auferstehung. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es diese geistliche Wirklichkeit, die noch ganz lange weiter besteht? Oder ist für den Menschen nach dem Tod alles vorbei? Und sie sagten, es gibt keine Auferstehung und wollten dies nun durch eine Geschichte verdeutlichen, die einfach die Auferstehung ad absurdum führt. Zeigt, wie blöd dieser Gedanke ist. Christian hatte die Geschichte schon erzählt. Im Wesentlichen geht es ja darum, eine Frau hat einen Mann, der stirbt, dann hat sie noch 6 andere Männer und alle sterben, am Schluss auch die Frau. Es gibt keinen dieser Männer, der irgendeinen Vorzug hätte, weil es keine Kinder gibt oder ähnliches. Das heißt im Himmel, mit wem ist sie jetzt verheiratet? Ja. Also Polygamie ist nun wirklich keine Option und so kann man es nicht sagen. Also damit wollen sie zeigen, eigentlich eine dumme Idee, das mit der Auferstehung. Aber auch hier sehen wir wieder, sehr einseitig gedacht. Und Jesus geht wieder nicht ein auf diese Frage, sondern er sagt, im Grunde auf den Punkt gebracht, du kannst die Welt, in der wir hier leben, und diese himmlische Wirklichkeit nicht 1:1 vergleichen. Gut, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, denn was mir hier an dem Punkt noch wichtiger ist, ist das, was er dann ergänzt. Und das lesen wir ab Vers 31. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, sagt Jesus, habt ihr jenes Wort, das Gott zu euch gesagt hat, nie gelesen? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Im Grunde sagt Jesus, ihr könnt das nicht einfach voneinander trennen. Das gehört zusammen. Gott ist ein Gott der Lebenden. Was hier lebt, wird auch weiterleben.
diese Frage, was ist denn jetzt unsere Ausrichtung? Das Diesseits oder das Jenseits? Das ist eine Frage, die die Christen über die Jahrhunderte immer wieder beschäftigt hat. Wofür leben wir? Wofür setzen wir uns ein? Für das, was hier ist oder für die Zukunft, für die geistige Welt? Die früheren Generationen haben häufig betont, wir müssen uns sehr stark trennen von dieser Welt hier, weil in dieser Welt das Böse regiert, Satan regiert und auf Gott ausgerichtet sein. Also kein Fernsehen, kein Kino, keine Disco, aber auch kein großes Engagement für Gesellschaft, für Politik, für Umweltschutz und so weiter. Die neueren Generationen, also meine Generation und auch jüngeren und vielleicht auch andere, nehmen so die Chancen und Gelegenheit dieser Welt gerne wahr. Also wir streamen alles Mögliche im Netz, vielleicht auch nicht nur die guten Sachen. Wir versuchen durchaus auch Karriere im Beruf zu machen. Aber was wir auch haben, ist viel mehr kreativen Einsatz auch für Gesellschaft und für gesellschaftliche Themen. Die Frage ist nur jetzt, was ist denn jetzt richtig? Diese Ausrichtung auf Gott und Trennung von dieser Welt oder Ausrichtung ganz auf dieser Welt und vielleicht geht dann das Geistliche ein bisschen hintenüber. Jesus selber hat ja gesagt in Matthäus 6, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Hat die Welt abgewandt, hat jetzt doch recht. Wie sollen wir leben? Auch hier wieder, es ist klar, wir leben in einer mehrdimensionalen Welt und auch unser Glaube ist mehrdimensional. Deswegen sagt Jesus, Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und wir haben einen Auftrag für die Menschen, die hier leben. Es gibt nicht so diese Trennung zwischen dort und hier, zwischen geistlich und weltlich. Gott interessiert sich für diese Welt. Deswegen hat er Jesus ja in diese Welt gesandt und nicht nur eine theologische Abhandlung geschrieben, die wir alle glauben müssen. Gott ist interessiert an den Lebenden, an ihrer Situation, an ihrem Heil. Und wir als Christen sind ja auch gesandt in die Welt. Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Das ist nicht nur geografisch gemeint, sondern auch alle Lebensbereiche. In eure Nachbarschaft, in euren Arbeitsbereich, in die Vereine, in die Politik, in die Gesellschaft. Wir haben einen Auftrag, ein Segen zu sein für die ganze Welt und uns da einzubringen mit unserer Kreativität, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Gaben, damit es dieser Welt besser geht. Aber wie ich vorhin schon sagte, wir haben auch diesen prophetischen Auftrag. Unser Einsatz in dieser Welt ist geprägt von unserer Gottesbeziehung, davon, dass wir ganz eng verbunden sind mit dem Jenseits, mit der himmlischen Welt, mit der geistlichen Wirklichkeit. Es ist nicht nur wichtig, was in dieser Welt passiert, sondern was Gottes Wille für diese Welt ist. Und das ist unser Auftrag als Mitarbeiter. Wie machen wir das? Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Das ist gar nicht so einfach und vielleicht von Situation zu Situation unterschiedlich, denn wir leben ein dreidimensionales Christsein, eine dreidimensionale Jesus-Nachfolge. Wie das möglich ist, sagt Jesus dann in der dritten Geschichte. Jetzt sind wir ab Vers 34 in Matthäus 22, als eine weitere oder letzte Frage an Jesus gestellt wird. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatten und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also hier mit dieser letzten Frage in unserem Text versucht die religiöse Leitung der Juden, Jesus in eine Streitfrage zu verwickeln, die verschiedenen theologischen Richtungen miteinander so auch immer wieder durchdiskutierten. Was ist das größte Gebot? Da gab es unterschiedliche Antworten, verschiedene Ideen und Gedanken. Da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, denn auch Jesus geht da gar nicht so sehr drauf ein. Sondern er sagt, liebt Gott und liebt den Menschen. Wir sehen, diese Antwort, die er hier hat, die ist eine ganz
eine ganz aktuelle Antwort auch für uns. Wir haben heute vielleicht ganz andere Fragestellungen und ganz andere Themen, die uns beschäftigen als die Juden damals. Aber diese Antwort ist sehr aktuell für uns auch. Die Frage ist ja, wofür setzen wir uns als Christen aktiv ein? Für die Menschen, also Auftrag, soziale Gerechtigkeit, dafür zu arbeiten, für Erhaltung der Umwelt, Bekämpfung der Armut, diese Themen, die hier auf diese Welt ausgerichtet sind. Oder ist unser Auftrag, das Evangelium zu verkünden, Gottes Wirklichkeit zu beschreiben, Menschen zur Umkehr zu bewegen, damit sie ihr Leben Gott anvertrauen und ewiges Leben bekommen? Also diese Ausrichtung auf die vertikale Ebene. Und auch hier sagt Jesus, wenn ihr diese Frage stellt, so oder so, habt ihr die Frage nicht verstanden? Habt ihr das Thema nicht verstanden? Man kann diese beiden Dinge nicht voneinander trennen. Wer Gott von Herzen liebt und mit all seiner Kraft ihm gehorsam sein will und nachfolgen will, der muss auch das lieben, was Gott am Herzen ist. Und das ist unsere Welt, unsere Mitmenschen, die Schöpfung, die er geschaffen hat. Man kann das nicht voneinander trennen. Auf der anderen Seite aber auch, wenn ich den Menschen in meinem alltäglichen Umfeld und Menschen in ihren Bedürfnissen begegnen will und ihnen helfen will, kann ich ihnen Gott nicht vorenthalten. Denn Gott ist die Person, ist die Macht, die auch hier etwas bewirken kann und Veränderung unserer Welt schaffen kann. Viel soziale Veränderung, Gerechtigkeit, Bekämpfung von Egoismus und so weiter ist nicht möglich, ohne dass Gott Herzen verändert. Also diese Dinge kann man einfach nicht voneinander trennen. Mein Leben soll von Gott und von seiner Wirklichkeit und von seinem Willen geprägt sein, aber das muss sich dann auch auswirken in den Alltag. Mein Christsein, meine Jesus-Nachfolge, nicht im Freundeskreis, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in meinem Beruf sichtbar wird, dann ist es nur zweidimensional, nur einseitig. Da ist nicht alles da. Mein Glaube, meine Liebe zu Gott zeigt sich auch in den ganz normalen Bezügen, in denen ich bin, da, wo ich mich bewege. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Gedanke, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Es gibt keine Trennung zwischen geistlich und weltlich, diesseits und jenseits, sondern wir leben in beides und wir bringen die geistliche Wirklichkeit, also Gottes Willen, Gottes Realität herunter in unsere Umwelt und dann in all die Bezüge, in denen wir uns hier auf dieser Erde bewegen. Und ich möchte gerne, dass wir das jetzt auch mal ganz praktisch machen. Besorgt euch einmal Stift und Zettel. Ihr seid ja alle zu Hause, von daher ist das alles gut greifbar, viel besser als in der Gemeinde. Und dann überlegt euch, in der nächsten Woche, wo könnt ihr genau das tun, an einer Stelle nur. Wo könnt ihr Gottes Liebe in eure Lebensbezüge hineinbringen? Wo könnt ihr ein Zeugnis für Jesus in euren Lebensbezügen sein? Und damit meine ich jetzt nicht nur von ihm zu predigen oder zu erzählen. Wenn ihr dann eine Gelegenheit habt, nehmt die wahr, macht das. Ganz wichtig, ganz toll. Aber das ist nicht das Einzige, was ich meine. Wo könnt ihr von Jesus erzählen? Sondern wo könnt ihr Gottes Liebe für diese Welt ganz praktisch hineinleben in eure Umwelt, in eure Nachbarschaft? Ob das jetzt ist, jemanden anzubieten, für ihn mal einkaufen zu gehen, der vielleicht besser zu Hause bleiben sollte. Oder für eine ältere Person im Haus mal die Treppe zu wischen, obwohl ihr gar nicht dran seid. Oder ein freundliches, liebevolles, aufbauendes Wort an einen Nachbarn oder Arbeitskollegen, dem es gerade nicht so gut geht, ist. Also jeder überlegt sich eine Sache und schreibt die konkret auf, die er in der nächsten Woche machen will. Da gebe ich euch jetzt ein paar Minuten Zeit dafür. Und dann komme ich nochmal zurück, um hier den Abschluss zu machen. Gut, wem die Zeit jetzt nicht gereicht hat, kann ja nach dem Gottesdienst weiter überlegen. Stift und Zettel liegt ja schon vor euch. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen. Das ist ein Thema, das einfach wichtig ist, immer dran zu bleiben, zu überlegen, wo zeigt sich mein Glaube auch in meinem ganz normalen Leben? Und wo kann ich da Gottes Willen für diese Welt ausleben, Teil sein davon? Weder mich von dieser vertikalen Ebene zu lösen und zu sagen, okay, ich bin halt hier und versuche mich so gut wie möglich in meinem Leben zu arrangieren, ohne Gottes Willen zu brechen, aber auch nicht mich absetzen von meiner Umwelt, von da, wo Gott mich hineingesetzt hat, wo Gott doch gerne möchte, dass ich
ein lebendiges Zeugnis für ihn bin. Das ist eine Herausforderung, das ist gar nicht so einfach und ganz häufig auch gar nicht so leicht antworten. Da müssen wir uns Zeit für nehmen. Da kann man auch nicht in einer Predigt alle Antworten für bekommen. Aber das ist etwas, womit wir uns jeden Tag neu auseinandersetzen wollen. Keine zweidimensionale Jesus-Nachfolge, kein zweidimensionales Christen, das sich entweder nur auf die geistliche Wirklichkeit oder nur auf diese Welt ausrichtet, sondern die Dinge zusammenzubringen. Dreidimensional Jesus nachfolgen. Das heißt, Gott und dem Kaiser gehorchen. Wir haben eine Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber, unserer Umwelt gegenüber, dort, wo Gott uns hineingesetzt hat. Aber wir haben auch eine Verantwortung Gott gegenüber. Wir leben für das Diesseits und für das Jenseits. Ja, wir sind ganz eng verbunden mit dieser geistlichen Welt, mit der Welt Gottes. Wir wollen uns prägen lassen von Gott und seinem Denken. Aber das bringen wir hinein in unsere alltäglichen Bezüge, dort, wo wir jeden Tag sind. Wir sind nicht nur am Sonntag Christ, sondern jeden Tag sind wir Nachfolger Jesu. Auch auf dem Arbeitsplatz, auch in der Verwandtschaft, die Jesus vielleicht nicht kennt. Und wir wollen Gott und den Menschen lieben. Wir wollen nicht das eine gegen das andere ausstechen. Wir wollen ganzheitlich lieben. Gottes Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen, sagt Paulus. Und das wollen wir hineinbringen in die Welt, in der wir sind. Mit ganz praktischen, kleinen, normalen Taten der Liebe. So wie es Jesus auch für uns getan hat. Dazu möchte ich euch ermutigen und das wollen wir in die nächste Woche mit hineinnehmen.